Hallo Leute und herzlich willkommen zur Praxislektion der Software Keyfinder. Ja, wie in der Theorielektion schon besprochen, ist Keyfinder ein sehr kleines Tool. Es analysiert im Prinzip nur den Key, also die Tonart eurer Tracks, ist aber dafür kostenlos und sollte somit auf jeden Fall auf jedem Computer eines jeden DJs eben installiert sein. Ihr habt ja blöd gesagt, nichts zu verlieren und insofern schauen wir uns das doch direkt mal an. Also ihr habt eben hier die ganz minimalistische Oberfläche. Ihr habt hier diese klassischen Spalten, die man eben auch aus dem Explorer oder aus iTunes zum Beispiel kennt. Hier auf der linken Seite ist dann noch sozusagen die Mediathek und die wollen wir jetzt direkt einmal füllen. Ihr habt da zum einen die Möglichkeit, zum Beispiel direkt Tracks reinzuziehen. Ja. Ihr könnt das jetzt einfach hier rüberziehen und wir haben jetzt hier einfach mal einen Beispielordner mit ein paar Tracks und ihr seht schon, die sind direkt geladen. Alternativ könnt ihr das Ganze auch über iTunes machen. Dafür ist es natürlich wichtig, dass überhaupt erstmal Tracks in iTunes drin sind. Wir haben jetzt hier mal eben wieder eine leere Mediathek. Wir ziehen jetzt einfach mal denselben Ordner hier in iTunes rein. Zack, da haben wir auch schon alles. Und machen jetzt einfach mal eine Playlist eben, elektronische Musik, genau wie der Ordner auch heißt. Und dann können wir das alles mal darüber ziehen. Und jetzt haben wir eben zum Beispiel hier diese Playlist. Und wenn wir jetzt die Einstellungen von iTunes wählen, dass die XML-Datei mit anderen Programmen geteilt wird, das ist sehr wichtig, dann können wir eben Keyfinder einfach nochmal kurz schließen und wieder öffnen und dann sieht man hier eben, dass die Playlisten mit iTunes synchronisiert sind. Wir haben dann eben genau dieselbe Playlist, wie wenn wir jetzt eben hier beispielsweise einfach den Ordner reinziehen. Diese beiden Möglichkeiten habt ihr also und genau, so könnt ihr eben auf die Tracks zugreifen. Jetzt kommen wir mal hier auf die Einstellungen, bevor wir dann an die eigentliche Analyse gehen. Das meiste ist im Prinzip selbsterklärend, außer diese eine Seite hier gibt es auch keine Einstellungen. Hier könnt ihr eben das Häkchen setzen, wenn ihr einen starken PC habt, dass genau eben mehrere Tracks gleichzeitig analysiert werden. Und genau, vor allem hier die wichtige Info noch, wenn er es analysiert, kann er es eben einfach analysieren und dann die Info erstmal in der Extraspalte ausspucken, ohne dass es direkt in die Datei geschrieben wird oder eben er schreibt es dann direkt auch schon in den Dateinamen rein. Dann sind aber eben automatisch auch alle Informationen, die vorher an dieser Stelle hinterlegt wurden, weg. Hier ist dann eben wieder für iTunes, Traktor und Serato die Funktion, auf deren Mediatheken zuzugreifen. Da haben wir ja eben gerade eben auch schon das Häkchen bei iTunes gesetzt. Und hier ist eben wichtig, dass hier die richtige Library hinterlegt ist, dass Keyfinder auch auf diese Dateien zugreifen kann. Genau, insofern der Ort nicht stimmt, könnt ihr eben hier über Durchsuchen das Ganze dann noch festlegen. Hier geht es darum, was wird eben geschrieben. Benutzerdefinierte Codes, das sind die, die wir hier eingetragen haben, oder eben die klassischen Tonarten. Und dann ist die Frage, wo wird es denn reingeschrieben? Eben, wir haben ja hier die einzelnen Tags, Interpret, Album und so weiter. Und da ist die Frage, wo möchtet ihr die Informationen reinhaben? Üblicherweise eben natürlich in den Tonart-Tag, aber zum Beispiel könnt ihr auch sagen, es soll in die Kommentarspalte. Und dann könnt ihr euch noch entscheiden, eben soll es vorangestellt werden, insofern eben in der Kommentarspalte schon was steht, oder hinten angehängt werden oder eben auch einfach überschrieben werden. Dann ist natürlich eben die alte Information weg. Ja, wir haben jetzt eben gesagt, auf jeden Fall den Tonart-Tag und wir schreiben es mal dem Kommentar vorangestellt. Und dann kommen wir hier noch zu den benutzerdefinierten Codes. Die meisten DJs arbeiten ja mit dem Camelot-Wheel. Das ist im Prinzip eine Vereinfachung des Tonartensystems. Denn statt A-Dur, E-Dur und so weiter habt ihr dann eben die Codierung 11b und 12b zum Beispiel. Und bei der klassischen Tonart müsstet ihr euch halt merken, dass A-Dur mit E-Dur zum Beispiel harmoniert. Aber es ist ja deutlich komplexer, eben diese ganzen Buchstabenkombis zu lernen.
als dass ihr euch ganz einfach merken könnt, zum Beispiel eben, dass immer die Zahl um 1 verringert, als auch um 1 erhöht und dieselbe Zahl mit dem anderen Buchstaben, also eben in diesem Fall 10b, 12b und 11a, als auch natürlich logischerweise 11b selber auch wieder miteinander harmoniert. Und insofern ersetzen wir jetzt hier A-Dur zum Beispiel durch 11b. Und ihr könnt das Video einfach anhalten und das Ganze dann übernehmen. Dann passt das auch soweit. Das müsst ihr eben noch selbst ausfüllen. Und dann können wir auch schon die Einstellungen speichern. Das passt sonst soweit. Jetzt geht es natürlich hier an die Analyse. Und zwar wollen wir jetzt eben diese ganzen Tracks hier mal analysieren lassen. Und dafür klicken wir jetzt auf Stapel Analyse ausführen. Und dann bekommen wir hier in dieser grünen Spalte die Ergebnisse ausgespuckt. Dadurch könnt ihr jetzt halt einfach den Track markieren, den ihr analysieren möchtet. Oder eben in unserem Fall, wir möchten ja die ganze Playlist analysieren, markieren wir auch einfach alles und drücken dann auf Stapelanalyse ausführen. Ihr habt hier unten diesen Fortschrittsbalken. Ganz klassisch kennt man ja, wenn der voll ist, dann ist die Analyse fertig. Und er legt jetzt hier los und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Analyse durch ist. Ihr seht jetzt schon hier, wie der Fortschrittsbalken langsam voranschreitet und hier die ersten Tonarten auch schon auftauchen. Und das dauert natürlich immer einen kleinen Moment, vor allem wenn ihr eine sehr, sehr große Mediathek habt, dann kann das schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber blöd gesagt, es lohnt sich auch. So, wir sind jetzt hier schon ziemlich am Ende. Er macht gerade noch die letzten Tracks. Und ihr bekommt dann eben auch ein akustisches Feedback, genau, dass die Analyse fertig ist. Und ja, jetzt haben wir eben hier die ganzen analysierten Tonarten. Und jetzt haben wir ja eben noch nicht eingestellt, so wie ihr es hier seht, dass er es direkt schon in die Datei reinschreibt, sondern wir müssen das noch händisch machen. Das heißt, wir markieren jetzt eben wieder die Tracks, bei denen wir die Informationen dann auch wirklich in die Datei schreiben wollen. In unserem Fall ist es ja eben wieder die ganze Playlist. Das heißt, wir markieren alles und haben dann diese Optionen hier. Ist ja auch wieder selbsterklärend. Und wir wollen jetzt hier eben die Tonart in die Datei schreiben. So, das geht ganz schnell. Ihr habt jetzt hier gesehen, 50 Tags, eben weil es sind ja 50 Tracks, hat er erledigt. Und eben hier in der Kommentarspalte als auch in der Tonartspalte sind die ganzen Informationen jetzt hinterlegt und die Zahlen sind ja jetzt auch grün. Das heißt eben, das ist eine Information, die er neu dort ja eingebettet hat, denn wenn ihr zum Beispiel schon Tracks habt, bei denen ja in der Tonartspalte schon was hinterlegt ist, weil ihr es mit einem DJ-Programm schon mal analysiert habt oder wo auch immer. Und Keyfinder kommt auf dasselbe Ergebnis wie das Programm, das es halt vorher analysiert hat. Dann wäre die Zahl schwarz hinterlegt, denn dann gibt es ja im Prinzip auch nichts zu ändern. Aber eben insofern er der Meinung ist, es ist eine andere Tonart, tauscht er die aus und hinterlegt das Ganze dann grün. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Jetzt ist die Analyse durch und ist eben auch in der Datei hinterlegt. Das heißt, wenn ihr jetzt die Dateien eben in euer DJ-Programm ladet zum Beispiel, dann ist diese Information auch da. Genau, das war Keyfinder. Wie gesagt, ein sehr kleines Tool, aber auf jeden Fall extrem nützlich und ja, schnell und leicht zu verstehen. Insofern schaut es euch auf jeden Fall an und installiert es euch. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.